Ärgerberger Beachsportchef Freddy Bickel, wer wird neuer Trainer bei Sturm Graz und mühsame Levi-Vorbereitung für unsere Skistars. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Hier ist das Krone AT Sportstudio. Mit dem 2:2 in Altach verpasste Rapid den Sprung in die Top 6. Somit nimmt der Druck auf das Team im Grunddurchgang der Bundesliga weiter zu. Die Krone sprach mit Sportchef Freddy Bickel über die aktuelle Situation. Der Schweizer sprach aus, was ihm derzeit nicht passt und nahm auch zur Kritik an seiner Person Stellung. Es war die Schlagzeile des gestrigen Tages. Sturm Graz trennte sich von Trainer Heiko Vogel. Nun brodelt die Gerüchteküche. Vor wenigen Tagen hieß es, Roman Mehlich sei der Top-Favorit auf seine Nachfolge. Neben dem Ex-Sturmstar gibt es aber noch weitere Namen. So könnte WAC-Coach Christian Ilzer wieder Thema sein. Auch der Name von Heimo Pfeifenberger ist gefallen. Außenseiterchancen soll Peter Stögers ehemaliger Co-Trainer Manfred Schmidt haben. Man darf gespannt sein, wen Sturm als neuen Trainer präsentieren wird. Regen, Nebel und hohe Temperaturen. Die Vorbereitungen auf den Saisonauftakt der Skiherren in Levi verlaufen äußerst mühsam. Theoretisch hätte Marcel Hirsch in einer Nacht- und Nebelaktion für 3 Tage nach Levi fliegen können, um sich dort dann auf dem Rennhang für den Slalom am 18. November vorzubereiten. Aber selbst im hohen Norden ist derzeit bei schlechter Sicht und weicher Piste nur schwer an ein sinnvolles Skifahren zu denken. Deshalb bleibt der 29-Jährige lieber in der Heimat. Hirschers Teamkollegen wie Manuel Feller, Michi Matt oder Markus Schwarz sind seit gestern in Südtirol. Dort haben die ÖSV-Trainer den Levi-Steilhang perfekt kopiert. Nun kommen wir zum heutigen Sportprogramm. In der Fußball-Champions League steht der 4. Gruppenspieltag an. Die Topspiele lauten Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund, Inter Mailand gegen den FC Barcelona und Napoli gegen Paris. Diese Partien beginnen um 21 Uhr. Und in der Eishockey Champions League duelliert sich Red Bull Salzburg heute mit dem französischen Meister. Das Achtelfinal-Hinspiel beginnt um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Sportabend und bis zum nächsten Mal.